Anfang habe ich mir noch überlegt, wie ich am besten vom Hostel wieder auf den eigentlichen Weg komme. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Man braucht immer nur zur Kirche, weil der Weg eigentlich immer in jeder Stadt an der Kirche vorbeiführt. Und da haben wir sie. Aber noch keinen Pfeil. Eine Umleitung auf dem Camino. Wir sind in Santiago. Morgendlicher Start. Ausgang von Santo Domingo de la Calzada. Gehen hier über eine sehr hübsche Brücke. Und wie man sieht, führt der Fluss im Moment nicht allzu viel Wasser. Weiter. Morgens zu laufen ist zwar schön, aber aus der Stadt raus nicht ganz ohne, weil der Berufsverkehr unterwegs ist. Da ist dann immer viel los auf der Straße. Ich habe jetzt hier gerade mal einen ruhigen Moment erwischt. Wir sind on the road again. Wir haben gerade Santo Domingo de la Calzada verlassen. Und haben uns auf den Weg nach Belorado gemacht, wo wir auch schon ein Zimmer für heute haben. Gestern haben wir ja einen Ruhetag gemacht, das hat uns beiden gut getan. An Teddy merkt man auch, dass er wieder richtig Kraft hat. Und ja, irgendwie sind so die kleinen Wehwehchen, die ich vorher hatte, alle weg. Also ich denke, das war genau richtig. Die Strecke heute ist eigentlich eben. Ein paar Hügelchen mit drin vielleicht. Allerdings geht sie wohl zum größten Teil an der Autobahn entlang, wo wohl auch noch viel gebaut wird. Das heißt, Teddy werde ich heute an der Leine lassen müssen. Nichtsdestotrotz, es ist Regen angesagt und sieht doch toll aus. Und hinten auch reißt der Horizont richtig auf. Ich habe unsere Rucksäcke jetzt mal nicht geschützt vor Regen, weil ich darauf vertraue, dass wir natürlich keinen Regen heute haben werden. Ja, da gibt es wieder weitere Bilder von unterwegs und dann erzähle ich ein wenig, was uns heute so passiert. Wird ja ein langer Weg, sind 24 Kilometer laut Angabe mit dem ganzen Hoch- und runter sind es dann wahrscheinlich 26. Überschaubar, aber wir werden unsere 7 Stunden brauchen. Okay, bis später dann. Das Dorf, das wir vor uns sehen, ist Cañón. Dann haben wir die ersten 6,5 Kilometer. Wir werden aber weitergehen ins nächste Dorf. Das sind noch mal ungefähr 4,1 Kilometer und dort dann Frühstück machen, damit wir schon ein bisschen Strecke haben. Das Wetter ist fantastisch, die Strecke läuft sich toll und da ist es echt auch nicht schlimm, an der Autobahn entlang zu laufen. Thank you.
So, jetzt kann Teddy doch ein Stückchen freilaufen. Mir wurde gerade erzählt von zwei englischsprachigen Damen, eine aus Texas, eine aus Schottland, dass die gestern einer Deutschen mit Hund begegnet sind. Und die hat sich entschlossen, abzubrechen. Auch ungefähr, also ja, ein bisschen, ein paar Kilometer halt von hier. Aus dem Grunde, dass es zu schwierig war, umzufinden oder auch was zu essen einzukaufen. Also die ähnliche Erfahrung gemacht wie ich. Ich kann sie unglaublich gut verstehen, weil organisatorisch ist das schon recht aufwendig. Aber wir kommen im Moment noch gut hin und bislang sehe ich keinen Grund für einen Abbruch. So, ich mache mal ein Suchbild. Komm raus da. Raus da. Fein. Vor uns liegt jetzt Revisilia di Camino und dort werden wir unsere Frühstückspause machen. Mein Camino. Der Hund belästigte andere Leute. No problem. He's very young, he likes to play. He's very young, he likes to play. Or at least I imagined him to be young. Yeah, yeah. It was the she. He. He, right there. Heute geht es immer geradeaus an der Autobahn entlang. Immer weiter. Looking fine, and I know.
Letzte Worte für den heutigen Tag. Wir sind angekommen. Im Hintergrund sieht man die Alberge El Coro. Da werden wir übernachten. Ich bin schon sehr gespannt, haben einen unwahrscheinlich netten Eindruck gemacht. Es ist eine reine Pilgerherberge dieses Mal. Insofern wird es auch ein schönes Pilgermenü geben. Bin mal gespannt, wie das organisiert wird. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf, mal richtig unter Pilgern zu sein. Ja, dann sage ich faster car, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, try not to hold me down, feel alive, but I'm in this town, look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Take a trip to Mars. Nothing.